Ich möchte unser Gespräch in ein paar Teile teilen. Zuerst noch einmal zu diesem Stück von Dmitri Smirnov, Musik der Sphären. Ich habe Elisabeth Leonskaya gebeten, ein bisschen etwas über die Struktur und über das Tonmaterial dieses Stücks zu sagen. Ich habe jetzt aber die Noten draußen, ich hole sie gleich wieder, weil das so toll ist. Warte mal, wo sind? Ja, da sind sie, ja. Würdest du ein bisschen was über das, wie das Tonmaterial entstanden ist? Okay, ja. Okay. Elena Firsova is the widow of Dmitri Smirnov. He lost his life during Corona, as you know. Would you like to tell us how he developed the tonal material of this piece? I don't know, you had to ask him when he was alive, because it's a very complicated system here. It's a dodecaphonic system, but he invented a lot of his own things to develop this system. And so it's very difficult. I think it would be very interesting for musicologists who wants to write articles or dissertation. But for audience, I don't think it's very, very much important. It's such a clear structure, and there's so much counting, but it's such a richdom of sound that is developing this piece. Mm-hmm. Yes, yes, yeah. but it's a very complicated system. Once he shown it to me, but I now already don't remember. He explained me once, but it was a long time ago. So I'm afraid I can't help with that. You know that all sounds have numbers and it's different combination of these numbers and... Es ist für alle Pianisten, die hier sind und die vielleicht, ja, sie müssen das, please, ja, yeah. Keep it a little closer to the mouth. Okay. Yeah. Das Stück ist, Smirnov hat eine Relation von der Erde zu den Planeten und aus diesen Relationen hat er dann ein Tonmaterial gewonnen, das hat er übersetzt in eine tonale Struktur und darum heißt es eben auch Musik der Sphären und klingt dann ganz toll. Danke, dass wir das kennengelernt haben. Elena Firsova war nicht wirklich Studentin, aber doch auch vermittelt durch ihren Mann. Dmitri Smirnov war sie als Komponistin, war sie mit Herschkowitz verbunden. Elisabeth Leonskaya war als Interpretin, als Pianistin mit Herschkowitz verwandt. Und darf ich zuerst einmal Elisabeth Leonskaya fragen, was hast du von Herschkowitz mitgenommen? Was konnte er einer Interpretin, die an der zeitgenössischen Musik interessiert ist, die aber auch an Beethoven interessiert ist, was konnte er da besonders geben? Also eigentlich alle Stunden, die wir zusammen verbracht haben, waren gewidmet Harmonielehre von Schönberg. Eigentlich. Wir haben viele Sonaten von Beethoven so untersucht und dann manchmal in Ekstase hat meine Hand gegriffen und hat gesagt, liebe Lisa, sagen Sie, hat Mathematik Beethoven gekannt oder Beethoven Mathematik? Also, aber das ist wirklich unvergesslich, nicht nur unvergesslich, aber wirklich für das ganze Leben. Das ist ein Lichtstrahl. Und so. Und da muss ich sagen, auch einmal hat er vorgeschlagen, dass bei der Stunde wird er mir erzählen, eben wie das Präludium von Opus 25 von Schönberg ist. Und das war so brillant und so einfach, dass ich habe gesagt, ja, alles klar. Er hat sich sehr geärgert, hat die Noten zugemacht und gesagt, zuerst spielen Sie das. Und dann sprechen wir darüber. So, aber eigentlich, es ging immer bei ihm um klassische Musik. Und diese Wertschätzung, die er in den Briefen zeigt, die er über Berg, über Webern, über Alma Mahler, über Helene Berg, habt ihr die auch als Schüler und Schülerinnen mitgekriegt, dass er so wertschätzend über die Zeitgenossen schreibt? Ich glaube, das war einfach heilige Zeit für ihn. Heilige Zeit seines Lebens. Und deswegen sein wirklich Traum war, wieder nach Wien zu kommen. Und in Wien hat er nichts erkannt.
Zum Beispiel, hat sich so verändert. Ja, er war wirklich böse, hat gesagt, wieso Malteserkirche in der Mitte von Kärntnerstraße, das war doch an einem anderen Platz. Und jetzt wird ein Buch vorbereitet zum Druck. Und Alexej Lyubimov, der sehr damit beschäftigt ist und seine viele Briefe an ihn und an mich also durchgeschaut hat, da gibt es wirklich einen total netten Brief an mich, wo er sozusagen mit mir zusammen durch Wien geht und erinnert sich, also noch, er war noch in Moskau, und da erinnert sich eben an all diese Gassen, wo seine Wohnungen waren. Also er hat weniger natürlich als Beethoven gehabt, also, aber doch. Und es ist interessant, wo er dann plötzlich schreibt, und dann gehen wir nach rechts, und das in Wirklichkeit ist nach links. Aber wir haben das einfach so gelassen. Wien war eine heilige Zeit. Er hat dann auch in Moskau mehr und mehr vermisst Menschen für den Gedankenaustausch. Und ich denke mir, seine Schüler, unter denen ja auch die besten Köpfe waren, waren dann auch Mitdenkende mit ihm. Ne? Also Schüler, ich weiß nicht, ich glaube, er wollte nicht sozusagen als Unterrichtsperson sein. Das nicht, ich glaube, das waren einfach Mitdenker. Ja, oder einfach die begabt waren, offen waren und wollten etwas wissen. Also da hat er mit denen gesprochen. Ja, das schreibt er immer wieder, ich vermisse Menschen, mit denen ich Gedanken austauschen kann. Ja. Das muss quälend sein, ja. Ja, may I ask you, Elena Firsova, darf ich dich bitten, dass du da... Achso, nein, es gibt eins, ja. Entschuldigung. What did you hear from your husband about how he taught composition, what he taught, what did you, what was the most important facts and ideas he transmitted? From Gershkovich. At first, Gershkovich never taught composition. He only taught how to analyze Beethoven and Mozart. And my husband, during his time in Concertre, he took 8 lessons for this analysis and wrote down 6 of them, very detailed. When he went home after the lessons in a bus, he immediately wrote down everything before he forgot some details. Will this be published? Will this be published? These protocols of teaching? Yes, it was. Recently, my husband wrote a book about Gershkovich. It is on the internet. You can. Okay. And there he put all this in, put in all this noticed about this all these lessons and all lessons we lectures we had later on with Gershkovich. Can you say what did he demand from his pupils? What was the was there kind of to be able to be a pupil of, or was there any precondition to be accepted by Hershkovitz? I don't think he demanded anything. He just explained how to analyze Beethoven, and pupils had to listen and maybe to put some questions. But not like he demanded something. No, for him it was very important, I think, mostly to divide his thoughts with somebody, because he always said he liked to repeat that I am only my pupil. I have no pupils besides myself. I am a pupil. I am my pupil. Yeah. But on the same, my husband had these lessons, and it was very important to understand how music, at least classical music, was constructed, really. Hershkovitz, Lisa, hat sich als Musiker gesehen. Das Wichtigste war, er war Musiker. Als deutscher Musiker. Das passt ja dann so schön. And only 7 composers, Hershkovitz, regarded like musiker. Gerold Gruber, es ist kein Zufall, dass Exilate Hershkovitz betreut, weil sein Nachlass ja großteils in Wien ist. Ist das so? Ja, aber wir sind jetzt nicht sozusagen
die Wissenschaftler, die sich da mit Herrschke das ist der Klaus Lindner. Das ist der Klaus Lindner und die Gruppe, die du genannt hast. Musica Suprimata. Danke. Aber wir wollen natürlich die Gesamtheit der Komponisten und Komponistinnen, die ins Exil gegangen sind, vertreten als Exilarte-Zentrum der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Und da ist natürlich Herschkowitz, der so eine wunderbare Verbindungslinie darstellt, ein Komponist, der aus Rumänien nach Wien kommt, wie du schon erzählt hast, von Franz Schmidt gelobt wird und sagt, ja, wenn der mich lobt, dann muss ich zum Nächsten gehen und geht dann sozusagen zu Berg und Webern, um sich weiterzubilden und dann eben dieses Schicksal erleidet, von den Nazis vertrieben, als Jude auch in Moskau verfemt. Zuerst einmal in Rumänien. Ja, Rumänien durfte er nicht zurückkehren, weil er Jude war. Also all diese Schicksalsschläge, die er tragen musste und dann sozusagen die Musik als Angelpunkt hatte, mit dem er dann sozusagen sein Leben gelebt hat, gefristet hat, aber auch so wunderbare Sachen wie diese Celan-Lieder geschrieben hat. Also und das ist also unglaublich. Also ich bin ganz hingerissen gewesen. Danke auch der Sängerin Frau Deubner und der Pianistin Alisa Firsova für diese wunderbare Interpretation. Also ich freue mich, dass wir hier so eine tolle Gruppe zusammen haben mit unserer Elisabeth Leonskaya an der Spitze und mit Werken von Herschkowitz, Firsova und Smirnov und Schönberg. Das heißt, all das passt zusammen. Wir sind ja angetreten als Exilate, die Komponisten, die vertrieben worden sind, in irgendeiner Form wieder zurückzuholen. Persönlich können wir sie nicht, aber wir können die Werke zurückholen. Wir haben in den letzten 7 Jahren, die sie uns als Forschungszentrum, wir sind länger als Verein tätig, aber als Forschungszentrum an der Musikuniversität, haben wir sage und schreibe 30 Nachlässe bekommen. Das hätten wir nie angenommen. Und wir sind eben angetreten, diese Nachlässe in die Öffentlichkeit zu bringen. Das sind eben einerseits Schreker-Schüler wie Julius Bürger und Wilhelm Gross und andererseits Schönberg-Schüler. Wir haben vor kurzem den Nachlass von Richard Hoffmann bekommen, der letzte Assistent von Schönberg. Und wir hoffen, noch mehr von denen zu bekommen und das an die Öffentlichkeit zu tragen. Noch ein letzter Satz und dann kann ich dir wieder zurückgeben, ja. Dass wir im Herbst eine neue Ausstellung machen über Zemlinsky, Schönberg und Richard Hoffmann. Das heißt, Schönberg hat natürlich nächstes Jahr 150. Geburtstag, unter Anführungszeichen. We're celebrating his birthday. Und da passt es natürlich sehr, dass wir Zemlinsky als Lehrer von Schönberg, Schönberg als Lehrer von Richard Hoffmann in den Mittelpunkt stellen. Und es ist unglaublich, aber es ist so, alle drei sind ins Exil gegangen. Also das sind nicht irgendwelche Personen, sondern das sind wichtige Personen dieses 20. Jahrhunderts und alle sind vertrieben worden. Und deswegen interessiert uns auch die Geschichte von Herschkowitz und seinen Schülern auch so sehr, dass wir uns also eingesetzt haben, dass das auch hier stattfindet. Also Schüler, Enkelschüler, Enkelenkelschüler, also das ist wirklich unglaublich, wie man da diese Thematik dann an die Öffentlichkeit bringt. Elena Firsova, I would like to ask you, you are also a founder of a network and it's very interesting to listen to you how this network worked, how composers are working with each other or how composers are relying on each other's opinions. Or tell us about this union you founded. Me founded? Or co-founded. The Russian, the composers organization, not a union. But I didn't found. You didn't? Union of composers? Yeah. But Union of Composers, I was a member. You was a member. You were a member. Okay. I was a member of it, but I didn't do anything with... But you, okay, you... you experienced it in a more free atmosphere and
how the composers could talk to each other, could work with each other. Actually, at first we had a circle of friends, close friends with common interest to what's going on in contemporary music and Western music, and we met very often in our house or sometimes in the house of Edison Denisov also, and we shown each other our new pieces and compositions and discussed it somehow. And we could do it very, very sincere. We could criticize, we could be agree or not. And it was funny when we moved to England and we worked in a university at Kiel in England. And the chief of the composer's department decided that he wants to organize something similar. Out of this circle? Yes. Because it was on BBC before that, it was a program about our circle and Russian composers. They had seen a part of that, and he decided to organize the same. And it was, I think, it happened only twice, because we discovered that all these English composers, they just could not bear any critics, and they from the beginning they say, yes, I show you, for example, recording, but I don't want to hear any opinion about that. I think it was they all had some complex. It's interesting, So that idea was finished very soon. Maybe it was one or two sessions, maybe three sessions, and then they stopped to do it at all. But in Moscow, we, with our friends, we like to do it, and we like even argue about something and discuss. I remember how one composer shown the recording and didn't tell that it's his music, and I said very loud, I don't know whose it's music, but I don't like it at all. And he wasn't offended at all. We continued to be friends, and it was natural. Also es war nicht wirklich eine Organisation, aber es war ein Kreis von einem Kreis, in dem man sich austauschen konnte. Und mich interessiert das immer, wie Komponisten und Komponierende und Komponistinnen einander Feedback geben und sich austauschen. Gibt es im Herschkowitz-Schülerkreis oder Schülerinnenkreis, Lisa, eine Erfahrung, dass man sich gegenseitig auch Feedback gibt? Warum muss man dann den Namen Herschkowitz dann verwenden? Okay. Ich glaube, das ist also zwischenmenschliche. Ja. Es gibt so und es gibt so. Das hängt einfach vom Charakter ab. Ich habe jetzt schon einiges erfahren. Your husband, Elena, was a translator also, and he loved poetry, yes. Mandelstam. He loved Mandelstam. It was our both love to Mandelstam, but he wrote to Mandelstam not very often, because mostly it's me. I wrote a lot of composition on Mandelstam. Yes. He wrote, I think, only two compositions, but his main love was William Blake. And he first translated all William Blake. It was printed in Russia, and last the book of all poems just we received after his death, unfortunately. But he had seen on the internet just prepared book, and he also was first who wrote a biography in Russian language, biography of William Blake. And of course he translated some other poetry, but Blake, it was his main love and favorite. And he was not only a translator, he was also a poet, because the songs by sometimes he wrote his own poetry, but we both didn't take it very seriously, like hobby rather like hobby. Yeah. Not very. But the songs we will hear. His translating work became second profession, really, and his poetry, it was just his hobby. But when he died, I reread his poetry and I understood that I want to write on this poetry, especially these three movements, these three poems I wrote on. They all about this, and I was a little bit even. I couldn't understand. I read it before, but didn't think. But that time, I thought, why he wrote it? It's happened. It's written. It's happened much faster than we think, for example. Und sollten Sie es noch nicht entdeckt haben, am Ende des Programms ist die Übersetzung der drei der Farewell Songs.
Wir würden, danke vielmals, dass wir so viel gehört haben. Und dann darf ich jetzt ankündigen, Mascha Deubner und Alisa Firsova. Und ich darf sagen, Alisa Firsova ist nicht nur eine junge und ein bisschen ein Wunderkind, eine Pianistin. Sie ist auch Komponistin und hat jetzt einen großen Auftrag von der BBC für Voice and Orchestra bekommen. Ja? Und der Young Talents Award hat sie da gewonnen. Also eine schöne Sache, dass auch Alisa Firsova da ist und Mascha Deubner. Vielen Dank euch. Danke. Dankeschön.